TIP-Tutorial – Recherche in den Datenbanken der ACM. Wenn Sie mit einer komplexen Aufgabenstellung konfrontiert werden, kann es sein, dass Ihnen die Ergebnisse im TEB-Katalog zu umfangreich oder unspezifisch erscheinen. Dies ist oft der Fall, wenn Sie Literatur für ein Referat, eine Hausarbeit oder eine Abschlussarbeit benötigen. In solchen Fällen empfiehlt sich die Literaturrecherche in einer Fachdatenbank, die Ihnen als Ergebnis sehr differenzierte Aufsätze aus wissenschaftlichen Fachzeitschriften und Konferenzpublikationen liefert. In diesem Tutorial möchten wir Ihnen einen kurzen Einstieg in die Recherche in fachspezifischen Datenbanken für Informatik, nämlich den Datenbanken der Association for Computing Machinery, kurz ACM, vermitteln. Es gibt verschiedene Wege, um an diese Datenbanken zu kommen. Ich gehe über die Homepage der TIB auf Recherchieren, Fachdatenbanken, Fachübersicht. Jetzt ordne ich mich dem Fach Informatik zu. Hier finden Sie die beiden Datenbanken ACM Digital Library und ACM Guide to Computing Literature bei den Top-Datenbanken der Informatik. Bei der Datenbank ACM Digital Library handelt es sich um eine Datenbank, die überwiegend Publikationen der ACM als digitale Volltexte enthält. Im ACM Guide to Computing Literature sind zusätzlich Veröffentlichungen anderer Verlage als bibliografische Zitate enthalten. Wie Sie hier sehen, ist die ACM Digital Library gelb gekennzeichnet. Das bedeutet, dass sie von Angehörigen der Leibniz-Universität Hannover auch außerhalb des Campus über den VPN-Client der Universität genutzt werden kann. Der ACM Guide to Computing Literature ist grün gekennzeichnet. Diese Datenbank ist weltweit frei verfügbar. Die enthaltenen Volltexte der ACM sind allerdings nur innerhalb des Campusnetzes abrufbar. Wir werden uns jetzt die Recherche im ACM Guide to Computing Literature näher anschauen. Auf dieser Seite erhalten Sie wichtige Informationen zur Datenbank. Sie enthält Literaturnachweise aus Zeitschriften, Konferenzbeiträgen, Büchern, Hochschulschriften und Forschungsberichten. Die geografische Abdeckung ist international. Das bedeutet, dass Sie dort Nachweise von weltweit erscheinender Literatur finden werden. Der ACM Guide to Computing Literature deckt die Fachgebiete computergestützte Ingenieurwissenschaften und Informatik ab. Die Suchsprache ist Englisch. Als Suchergebnis werden Sie Literaturzitate, die zum Teil mit Links zu den Volltexten versehen sind, finden. Die bibliografische Qualität dieser Datenbank ist hoch. Um mit der Recherche zu beginnen, klicken Sie auf Recherche starten. In der Datenbank gibt es verschiedene Suchmasken. Zunächst wird mir die einfache Suche angeboten. Durch einen Klick auf Advanced Search kommt man in die erweiterte Suche, in der mehrere Suchfelder zur Verfügung stehen. Hier gibt es die Möglichkeit, von der ACM Digital Library zum ACM Guide to Computing Literature zu wechseln. Ich möchte hier noch Literatur zum Thema Erkennung von Malware mittels Verfahren des maschinellen Lernens recherchieren. Da die Suchsprache der Datenbank Englisch ist, werde ich mit den englischen Kernbegriffen Machine Learning und Malware arbeiten. Ich gebe jetzt in das Suchfeld Malware und Machine Learning ein. In den ACM-Datenbanken ist im Gegensatz zu vielen anderen Suchinstrumenten eine Oder-Verknüpfung im Suchfeld voreingestellt. Wenn Sie möchten, dass in jedem gefundenen Treffer sowohl Malware als auch Machine Learning enthalten ist, müssten Sie die Suchwörter mit AND verknüpfen. Um zu erreichen, dass die Begriffe Machine und Learning in den Treffern direkt nebeneinander stehen, setzen Sie sie in Anführungszeichen. Als Suchfeld nutze ich das voreingestellte Anywhere, womit meine Suchbegriffe in allen Datenbankfeldern gesucht werden. Über Search schicke ich meine Suche ab und bekomme 4082 Treffer. Diese Treffermenge ist viel zu groß und außerdem scheinen nicht alle der Treffer gut zum Thema zu passen. Das bedeutet, dass ich hier noch etwas präzisieren muss. Über Edit Search können Sie Ihre Suche verändern.
Ich versuche jetzt, meine Suche zu konkretisieren, indem ich das Suchfeld Title wähle und schicke meine Suche erneut ab. Dadurch, dass unsere Suchbegriffe nun im Titelfeld der Treffer vorkommen müssen, wurde die Treffermenge auf 69 reduziert. Ich sichte nun die entstandene Ergebnismenge. Beispielhaft betrachte ich einen der gut zum Thema passenden Treffer, nämlich Treffer Nummer 6, Understanding Malware Through Classification and Machine Learning. Durch Klick auf den Titel werden weitere Informationen angezeigt, zum Beispiel, dass der Artikel im Jahr 2012 in der Konferenz Proceedings of the 13th Annual Information Security Symposium erschienen ist. Hier können Sie einen Blick in die Kurzzusammenfassung, den Abstract, werfen. Das ist sinnvoll, um zu überprüfen, ob der Treffer zum Thema zu passen scheint. Wenn der Treffer vielversprechend aussieht, ist es sehr wichtig, die Schlagwörter genauer anzuschauen, die bei ACM Index Terms genannt werden. Es handelt sich hier um Deskriptoren, die vom Datenbankhersteller verwendet werden, um bestimmte Inhalte abzubilden. Hier in den Index-Terms taucht sogar unser Kernbegriff Machine Learning auf. Nun möchte ich eine neue Recherche unter Einbeziehung der Index-Terms beginnen. Dazu gehe ich zurück in die Suche. Und lasse im Titelfeld den Begriff Malware stehen. Bei Filters wähle ich jetzt das Suchfeld CCS an, womit ich die Klassifikation der ACM in meine Suche einbeziehe. Dort gebe ich jetzt den Begriff Machine Learning ein, der ja eben schon in einem Indexfeld vorgekommen ist. Beim Eingeben werden von der Datenbank noch weitere Schlagwörter vorgeschlagen, die gut zu dem Aspekt passen. Nämlich Machine Learning Theory, Machine Learning Approaches und Machine Learning Algorithms. Die möchte ich auch gerne mit in die Suche einbeziehen. Da sie ja alle den naheliegenden Aspekt abbilden, stelle ich hier Match Any ein, da es ausreicht, wenn einer der Begriffe in den Treffern vorkommt. Nun bekomme ich 235 Treffer, die inhaltlich gut zum Thema passen sollten. Diese Treffermenge könnte ich noch durch die Filter auf der linken Seite, zum Beispiel durch das Erscheinungsjahr, reduzieren. Wenn Sie Interesse am Treffer Incorporating Known Malware Signatures to Classify New Malware Variants in Network Traffic haben, klicken Sie auf den TIB Find It Button. Auf der folgenden Seite lassen Sie sich zum elektronischen Volltext leiten. Haben Sie Interesse am Treffer Malware Task Identification, a Data-Driven Approach? Laden Sie den Volltext durch Klick auf das PDF-Symbol herunter. Wenn Sie der Treffer Malware Characterization using Behavioral Components interessiert, klicken Sie auf den TIB Find It Button. Auf der folgenden Seite gibt es keinen Link zum elektronischen Volltext. Jetzt können Sie unter Lokale Verfügbarkeit prüfen, ob die TIB die gedruckte Tagung, in der der Beitrag erschienen ist, besitzt. Sollten Sie Fragen zur Datenbankrecherche in der Informatik haben, wenden Sie sich gerne an unsere Fachreferentin für Informatik, Lina Lu. Dieses Tutorial ist ein Teil der Filmreihe Fachspezifische Recherche für InformatikerInnen. Zu dieser Reihe gehören außerdem die Filme Grundlagen der thematischen Datenbankrecherche und Recherche in der Datenbank IEEE Explore, auf die Sie ebenfalls über unsere Website zugreifen können.